Die UFWin-Garten- und Balkon- und Terrassentipps. Was in keinem Garten fehlen sollte, sind Herbstblüher, wie zum Beispiel der Mönchspfeffer, der Garteneibisch, den es in vielen Blütenfarben von weiß über rot bis violett gibt, genauso wie verschiedene Sorten von Hortensien, die primär weiß blühen, aber sehr, sehr dankbar sind. Das Schöne daran ist, man verlängert seine Gartensaison bis in den Oktober hinein und kann noch einmal die Blütenpracht genießen. Präsentiert von Brasskatz, das Pflanzenland. Jetzt auf brasskatz.at.